Super Action im Endboss von Welt 4. Oh ja, das letzte Level. Super Koopas Schloss. Das war gar nicht so schlimm jetzt eigentlich. Hier ging es eigentlich 100% zu kriegen. Einmal weiter umdrehen. Goldregen! Oh, voll ins Gesicht. Keine großen Töne hier spucken. Ha, spucken, verstanden. Ich bin heute wieder so lustig. Oh mein Gott. Nee! Und wow, schon die zweite Blume. Oh, es hat gedutzt. Goldregen! Ah, ins Gesicht mal wieder. Was zum... Ich hab dich doch genommen. Jetzt... Oh, jetzt habe ich aufgestoßen. Ich wollte gerade sagen, geht's hier rein und dann auf einmal hochgekommen. Ja, zieh hoch die Scheiße. Boom. 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 Jetzt hängt's in der Luft. Jetzt hängt es in der Luft. In der verdammten Luft. Luft! Verdammte Luft! Es sieht irgendwie danach aus, als müsste man hier sogar lang. Verdammt, hier muss man lang. Ist gar nicht gut, ne? Ne, nö, nö, ist not gut. Mich juckt's am Öhrchen. Haha, das tut gut. So. Ah ja. Zieh hoch die Scheiße. So und so und so und zack. Was hast du jetzt gebracht? Oh, wie gewagt. Puff. Oh, ich habe Respekt. Es juckt mich immer noch am Ohr. Ah. Und jetzt? Aha, ich sehe. Ja, okay. Wäre ich wohl hier hochgekommen. Egal, egal. Was haben wir hier? Sternchen. In der Tat, das sind Sternchen, meine Kinder. Nochmal Sternchen. Da wäre eine Blume gewesen. Diese Blume will ich natürlich noch kriegen. Und die krieg ich auch noch. Ich krieg sie noch. Ich muss sie einfach haben. Ach so, hier landet man dann. Ach so, okay. Dann nochmal hier. Zack. Ach so, jetzt ergibt das Schloss wieder einen Sinn. Es ist schön, wenn es Sinn ergibt. Irgendwo, ja. Irgendwo ergibt hier ja gar nichts Sinn, aber naja. Hm, war ja wohl doch nicht so richtig. Was zum? Flieg dich einfach weg, du doofes Ding. Yay! Wenn ich jetzt das mache, dann müsste doch jetzt das kommen, oder? Ah. Jetzt haben wir es richtig. Flup. Schwups. Da, 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 da. So, und jetzt sind wir wieder richtig. Jetzt können wir auch mal gucken, was haben wir hier so. Hier oben geht's lang. Wie mir scheint. Was haben wir hier oben Schönes? Ein Geheimraum. Mit zwei mittelgroßen Puschels. Oder 8-Drittel-Puschel oder so. 8-Drittel-Puschel, ja. Mhm. Ich meine eher 3/8-Puschel. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, aber egal. Du bist fertig. Cool. Eine rote Münze. Ich meine, hey, danke. Hätte ich nicht erwartet. Oh, das war ein sauberer Schuss. Da, 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 da. Oh, duck dich, duck dich, duck dich. Oh, das ist schön. Das war ein schöner Sprung. Okay.
Okay. Aha, Brauchen wir eindeutig einen Panzer, wie mir scheint. Einen Panzer, einen Panzer. Jetzt bring mir einen Panzer, Mann! Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ach so, okay, ja, okay. Dann gehen wir jetzt wieder hier rein, dann sind wir wieder dort. Und dann sind wir wieder die... Jetzt bin ich gerade voll aus dem Fugen geraten. Sorry! Ach, kümmern wir uns erstmal darum. Aha. Ich sehe, was du von mir willst. Badatsch. Ich glaube, ihr geht zu dem Schlüssel. In der Tat, das tut es. Tsching. So, das ist schön. Und wieder hierhin. Ja, guck nach oben und geh in die Tür, Yoshi. Du kannst es. Ich weiß, dass du es kannst. Bis jetzt läuft es doch eigentlich sehr gut, würde ich mal sagen. Würde ich mal behaupten. Ja. Ein One-Up, okay. Okay. Und der Sprung. So, und wir haben den Schlüssel und zack. Weiter geht's. Episch. Jetzt kommt, glaube ich, ein cooler Bereich, oder? Ach, der müsste... Doch, der müsste jetzt gleich kommen, glaube ich. Na, du mein... Dich meinte ich hier nicht mit cool. Du bist scheiße. Weg damit. Pfui. Hey, hey! Snatch mir nicht mein Baby! Dummer. Was auch immer du bist. So. Hey, Wolki. Sieht so aus, als fehlen mir trotzdem noch zwei Blumen. Zwei Blumen, das ist eine Anzahl, ne? Du verdammtes Vieh! Hör auf, mir mein Baby mopsen zu wollen, ey. Was willst du mit einem Baby? Das bringt dir doch nichts. Siehst du mal... Oh, da sind sie ja. Siehst du mal so, du dummer Lakito. Okay, das war krass. Ich finde das so geil. Okay, wir sind da. Alles voll zum Boss, Bitch. Badutsch. Und jetzt werdet ihr gleich wissen, warum ich ihn früher so cool fand. Schon allein diese Umgebung. Ich finde, die Steine sehen so episch aus. Jetzt passt mal auf. Das ist mein Lieblingsbosskampf. Wir gehen hier so lang. Wir denken so... Was ist los? Wo bleibt der Gegner? Und die Musik? Dann gehen wir hier lang. Speichern nochmal episch ab. Und dann... Auf einmal... Kommt Nebel. Oh, ich fand das damals so geil. Man will wegrennen. Es geht nicht. Er kommt immer näher. Man will sich verstecken. Man stellt aber fest, es gibt nichts anderes, als weiter geradeaus zu gehen. Im dichten Nebel kämpft man sich jetzt durch... bis man beim Endboss ist. Es ist ziemlich dicht, aber wir können ihn schon am Ende sehen. Der Nebel lichtet sich und der Endboss ist da. Ein Cooper! Und Kamek. Ah, jetzt kriegen wir dich! Los, Super Cooper! Zeig ihm, wie stark wir wirklich sind! So, der Kampf ist echt cool. Schon allein wegen der Atmosphäre. Und jetzt... Wrestling Cooper, Bitch. Ja, Mann. So. Wenn er sich jetzt aufstellt, müssen wir ihn ins Gesicht ballern. In your face. Dreimal, bis er umkippt und dann eine Stampfattacke ausführen. Boots, Boots. Los, stell dich auf. Ich komme näher. Autsch! Autsch! Nein! Au, au, au! Boom, boom, boom! Komm her, du Bitchy-Nitchy.
Er stellt sich gleich wieder auf. Zack. Zack. Und wenn man nicht schnell genug reagiert, rennt er halt auf einen zu. Aber das war's. Dein Panzer hält nicht stand. Geh kaputt. Nein. Und das war's. Yoshi so happy. Yay. Yay. Da, 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 da. Und sogar 100%. Cool. Ba, da, 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 da. Damit habe ich Welt 4 komplett. Ja, das habe ich mir verdient. Haha. So, Freunde, genießt die Cutscene für die Eroberung der vierten Welt. Oh yeah. So. Die fünfte Welt, man hört es schon leicht, es ist eine Eiswelt. Und deswegen ist es meine Hasswelt. Ich mag die fünfte Welt nicht so, aber ich werde trotzdem alles geben, um hier auch 100 Punkte immer zu kriegen. Hier stelle ich es mir am schwierigsten vor, ganz ehrlich. Hier wird es sicher sehr schwierig werden. In der sechsten Welt war das ja nicht so schwierig, alles 100 zu kriegen. Aber das wird erst im nächsten Part passieren, Freunde. Denn ich habe jetzt erstmal die vierte Welt aufgenommen und mache jetzt eine Pause. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde, wenn es wieder heißt... Yoshi, so happy!